Forstbetrieb Eroberung als Deutscher. Na gut. Habe ich das überhaupt schon mal gespielt hier, Eroberung? Ich glaube, weiß ich nicht. Einmal oder so. Meistens hier Bombe legen oder einfach drüber rennen. Naja gut, dann nehmen wir erstmal den Pioniertrupp. Ah, die sollen jetzt auch noch alle ausgestattet werden. Kriegen das Reparaturfahrzeug, Reparatur-Kit. Ja, für Fahrzeuge mit, so rum. Ah, ist ja richtig beschissen wieder mal. Ah, ich glaube, ich habe das schon mal gespielt, aber ist schon eine Weile her. Verbündete nehmen den Kontrollpunkt Bravo ein. Der Feind Sehr hat den gut. Kontrollpunkt Charlie eingenommen. Wir haben Alpha erobert. Erstmal Standardhäuschen besetzen. Meter davon weg, 60 Meter davon weg. Erster Start ist erstmal super. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Verstanden. Es steht hier Feuer. Ja, wenn wir heute noch rauskommen, können wir auch noch kämpfen. C-Strippig wird jetzt auf C zugegangen. Wenn die jetzt uns da nicht unterbinden können, sind die richtig am Arsch. Links die Scheune. Keiner mehr zu sehen. Manchmal. Renn noch nicht dran vorbei. Dafür rennen wir hier lang. Junge, die Eroberungsdinger gehen heute weg wie warme Semmeln, ne? Das ist, 2 Sekunden spielen, dann war's das. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Einen Posten kurz zerstört. Und dann war's das. Der kniet uns ja alle nieder, wenn er das... Wenn der uns hier sieht. Ja, außerhalb des... Es ist, wirklich... Dieses Verstecken. Und hoffen, dass man nicht gesehen wird. Ja. Bisschen Zeit rausholen. Wir haben B verloren. Interessant. Habe ich gar nicht mitbekommen. Sehr gut gemacht vom Gegner. Mein Posten wird genommen. Das ist schön. Wir haben einen direkt bei B. Und da kommt jetzt die gute Truppe. Mal gucken. Das gibt's nicht. Durch den eigenen Mann durchgeschossen. Jetzt kommt er dann auch weg. Sind bei C wieder dran. Hängen da in dieser Hütte drin, 100 pro. Los, ich sehe nichts. Das war so klar, dass der wieder aus 10.000 Kilometer. Ernsthaft, willst du mich verarschen? Och komm, da drüben. Ah, der ist gut, der Posten. Der bringt euch nicht viel, wenn ich jetzt nach C gehe. Die sitzen oben drin in der Hütte. Jetzt bin ich genau auf der anderen Seite. Hätte ich den getroffen, wäre es das schon gewesen. Ah, ich habe gedacht, der steht drinnen unten auf dem Boden. Und da haben sie wieder mit ganz viel Liebe... Keiner zu sehen rechts, keiner da. Wir sind die einzige Truppe, die sich dorthin bewegt. Wir nehmen A und B, ich nehme C, gut. Kann nur ein Bot gewesen sein. Eher nicht. Der Gegner hat die Hälfte seiner Verstärkung verloren. Gut gemacht, Jungs. So, Freunde, wir haben ein bisschen Zeit. Wollen wir doch gleich mal nutzen.
weg. Artillerie? Artillerie auf meiner Position. Feuer! Es ist. Erstmal nochmal Artillerie auf seine eigene Position machen. Mal sehen, ob wir noch was treffen. Wenn, wird es mir nicht angezeigt, wahrscheinlich. Wir haben da drüben die Scheune da gut besetzt. Da hocken sie auch alle drin. Die fange ich jetzt ab. Rechts über die Flanke kommen auch noch Leute. Wir nehmen die jetzt in die Zange. Der weiß jetzt, wo ich bin. Bisschen snipern kannst du, hä? Der ist ganz gut. Das Problem ist, er steht wieder nur an einer Position und wartet darauf, dass jemand kommt. Selbst wenn du mich jetzt erschießt, mein Freund, bringt dir das alles immer gar nichts. Lass mir jetzt gerne von hinten in den Rücken schießen. Der Feind hat kaum noch Verstärkung. Ja. Ja, campen. Dem muss doch klar sein, wenn er da einen abschießt, es ist immer dasselbe. Ja? Und jetzt darf ich da wieder nicht spawnen, es ist immer zum Weinen, wirklich. Ja, dieses Spawn-System, 50-50 Chance, ob du das spawnen kannst. Etwas klappt oder es klappt nicht. Ja, guter Ausflug jetzt nochmal, haben sie hier nochmal probiert. A zu bekommen. Dann Maschinenpistole. Ich sag ja, snipern. Irgendwo in der Walachei rumstehen und warten, bis einer kommt. Lass sie nicht vorrücken! Du siehst sie auch nicht, ne? Die stehen alle immer so weit hinten. Panzer steht komplett falsch. Verfolgung Alpha gehört uns. Ja, ich muss ihn wenigstens markieren, wenn ich es nicht hinkriege, ihn zu zerstören. Fahr, mein Guter. Jetzt weiß er, dass ich hinter ihm bin, das ist das Problem. Ah, lebe lang und verpiss dich. So, jetzt habe ich mir auch mal Esminen eingepackt. Die sind schön lächerlich. Da haben wir schon gewonnen. Ach, da hinter mir. Schlecht gespielt vom Gegner. Wir haben gut geschossen, aber schlecht gespielt. Ja, und der hat auch gut mitgemacht, ne? Da merkt man schon, er war in meiner Kategorie Bereichsangriff. Da war er mir auf den Fersen. Ja, er hat mir abgeschossen. Klar, keine Frage. Ne? Ich habe dafür aber mehr gebaut und war mehr im Punkt und so weiter. Ja, aber die Kombination macht's. Ne? Bei denen ist halt, die waren halt da, haben viel geschossen. Ja, aber das bringt halt nichts, wenn du die Punkte nicht einnimmst. Ja, wie immer. Gut, wollen wir gleich nochmal gucken, ob wir jetzt noch was Besseres kriegen. Ja. Ja, es gibt halt den Unterschied zwischen Schießen und Schießen. Und wenn du eben halt jemand bist, der nur steht und schießt, ja, auf der Position, ja, wo der eine da im Haus gestanden ist, der hat er sich gut versteckt und auch gut geschossen. Das Problem ist, ja, damit kann man eine Position verteidigen, das ist ganz gut, aber wenn er den Punkt nicht hat und wir zwei Punkte haben, dann habe ich Zeit, dann kann ich da spielen. Ob ich da gewinne oder verliere, ist erstmal egal.
ja, kann unter Druck setzen und läuft dann ein zweites Mal an. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er das da war. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob er mit in den Punkt eingerückt ist. Ich gehe mal davon aus, schon. Ja, aber die Kunst ist es bei Kriegsspielen eigentlich, in der Bewegung zu schießen. Sich schnell nach vorne durchzubewegen. Ja, es ist nie verkehrt, wenn du einen dabei hast, der irgendwo die Stellung hält und dann die Leute wegpflückt. Aber immer situationsbedingt anpassen und dann musst du auch ordentlich abräumen. Ja, das reicht ja nicht, wenn dann Roland mit seinem Trupp mit 5 Leuten dabei war, wo du sagst, du hast 5 Leute erschossen. Das ist halt, das bringt's nicht. Ja, das reicht einfach nicht, das ist zu wenig. Übernehme ich gleich A und baue dann den Posten oder gehe erst den Posten bauen und dann? Ich baue erstmal den Safe-Posten, ich bin ja schon mal hier. Oh, jawoll! Der Feind nimmt den Kontrollpunkt Bravo ein! Feinde greifen den Kontrollpunkt Charlie an! Ich rufe die Artillerie! Komm, sagen wir ein bisschen Arsch. Artillerie! Feuer! Ja, ich bin die Truppe, die hier A einnehmen muss. Aber ich wollte schon mal einen Posten da haben. So, meine KD-Artillerie hat erstmal nicht getroffen. Deren KD-Artillerie kommt etwas später. Der Feind hat den Kontrollpunkt Bravo eingenommen. Jetzt sind wir mal im Rückhalt. C höchstens eine Truppe, nicht mehr. Der Rest ist alles nach B gelaufen. Dann wollen wir mal. Hoffentlich ist noch kein Panzer auf der Hauptstraße. Doch, ist einer. Hat er mich gesehen? Nee, ne? Mal Posten steht. Noch nicht genug? Hey, das gibt's nicht. Da hat er Glück und rennt mit dem Messer umher und hat Glück, dass ich auf ihn zustürme. So ein kleiner Lacker. Unglaublich. Die Panzer haben schon wieder die Hauptstraße besetzt. Ja, ich hätte die spotten sollen. Alles klar, B einnehmen bringt erstmal nichts. Sie haben immer noch den Posten hier. Ich weiß nicht, wo der ist, aber ich muss da erstmal außen drum rum. Wir greifen C an, das ist gut. Ich höre nichts. Ach, Scheiße. Da hinten campt auch noch einer in der Ecke. Das ist ja alles voll. Wir haben niemanden dran. Aber wir sind bei C mit dran und wir haben die Mitte. Das ist gut. Gucken wir jetzt die Sache an. Hier wird noch gebaut. Ein bisschen zu viel. Lieber Freiraum lassen. Dass wir heute gut rauslaufen können. Wieder Pech gehabt. Ja, das ist jetzt nämlich das Problem. Wir da jetzt raus oder nicht? Der Posten muss weiter hinten stehen, wenn die da einen haben. Wenn ich keinen haben, sind die da ganz schön am Arsch. Ja, toll! Wieder werde ich von irgendwo von hinten abgeknallt und komme hier nicht in den Punkt rein. Gut, stellen wir uns jetzt hinten mit rein in den Punkt ein. Den bitte mal erschießen. Der Feind hat den Kontrollpunkt Charlie eingenommen. Sehr gut, wir haben B. Wir haben Bravo erobert. Ich hab nur noch den Funker. Scheiße! Ist egal.
doch da hinten der Posten, aber wir haben die Mitte. Wenn ich mir zu C gehe, haben wir eigentlich gute Karten. Hey Schätzchen, wegen dir bin ich hier. Der ist neu. Wegkommen, scheißegal. Wir haben unseren Job erledigt. Ich komme dann zwar selber mal nicht zum Punkte einnehmen, aber was willst du machen, wenn hier noch Granaten liegen? Wollen wir uns mal hinstellen? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding trifft mich. Treffen tun wir nix. Wir setzen einfach volles Feuer hinter den Punkt und hoffen, dass wir da den anlaufenden Gegner treffen, aber wir treffen anscheinend gar nichts. So, ist überhaupt nicht meine Runde. Das läuft überhaupt nicht. Oh, ich habe gedacht, davor sitzt auch noch einer. Das Aluminium getroffen, das ist schlecht. Der eine versteckt sich, der eine ist tot. Gut, jetzt müssen wir was unternehmen. Ist keiner mehr da, haben die aufgegeben? Ja, das ist, weißt du, du stehst die ganze Zeit drin, ne? Keiner ist zu sehen, ne? Aber sobald du eben da, ne? Ja, die Panzer stehen jetzt viel zu weit hinten. Ich bin halt kein Fan davon, wenn die Panzer da 1000 Kilometer weit irgendwo hinten am Spawn stehen. Nach vorne fahren, versuchen da irgendeine Flanke abzudecken und dann, ja, einfach drauf gucken, dass du da irgendwo mit dem Punkt mit drin stehst. Hier weggeholt. Sag her, das ist hier beschissen hoch 10.000. Ja! Ja! Los geht's! Druck ist viel zu hoch hier. Glückwunsch. Barrikadieren, so viel wie es geht. Das ist... Wie hat er mich jetzt von da getroffen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Wie hat er mich von da getroffen? Das ist doch wieder ein Wunder. Ja, ich habe nichts gerissen und bin trotzdem Dritter. Also ich frage mich immer manchmal, was alle anderen machen. Ich müsste eigentlich sang- und klanglos Letzter sein. Ja? Ich kam überhaupt nicht ins Spiel. Es lief alles eigentlich gegen Baum. Das Einzige, was wir hingekriegt haben, ist so ein, zwei Mann Boston zerstört. Ja, ich war eigentlich nur dabei und wir gewinnen trotzdem. Ich bin immer noch ganz oben da mit dabei.
Ja, Freunde. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Eine Sache kann ich noch für euch machen, das Artillerie. Und sich das Spiel wieder außer Hand nehmen lassen. Haben sich nach hinten hin einkesseln lassen. Ich halte nochmal mit Artillerie hinten rein. Und mich trifft wieder eine Atombombe. Schlecht gespielt von mir, aber trotzdem reicht's immer noch. Und das ist immer so das Wichtigste, ja? Auch wenn man mal schlecht spielt und nicht viel gerissen hat, ja? Und trotzdem bin ich immer noch in meiner Kategorie Zweiter, obwohl ich vorabgedeckt habe. Ich bin eigentlich nur vorgelaufen, habe die Punkte abgedeckt, dass die Leute dann hinter mir einnehmen, weil es war genug da. Ich musste selber nicht einnehmen. Das ist immer mal schön, wenn man da nichts machen muss. Ja, das ist immer das Wichtigste, dass einer irgendwie die Leute rennen rein in Punkt. Ja, aber einer sollte vorab schon abdecken. Das Gute ist einfach, du kannst schon welche erschießen. Ja, kannst gucken, ob die einen Posten aufgebaut haben. Und natürlich, wenn du erschossen wirst, wissen die anderen, von wo die kommen, wenn die ein bisschen aufpassen. Ja, und dann reicht's auch, ne? Ja, wenn man denn hier die Zahlen vergleicht, ne? Wenn man den ersten wegnimmt, sind die hier alle von den Abschusszahlen hier mehr wert als für alle anderen. Ja, der hat hier ordentlich aufgeräumt. Wunderbar, der war auch im Punkt. Ja, und dann reicht's einfach, wenn ich nur mal mitlaufe. Ja, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Ja. Haben wir gewonnen. Ja. Und die anderen waren eigentlich nicht schlecht, sie haben es bloß wieder nicht ordentlich zu Ende gespielt.